So, Leute, haben wir das nächste Booster. Wir haben Mystery Booster Convention Edition. 15 Karten. Ja, die Convention Edition von 2021. Made in US und Kanada. Gucken wir uns das mal an. Das ist der Reprint, nicht der Originalprint. Ich habe noch einen Originalprint-Booster hier, aber das hier ist der Reprint. Gucken wir uns das mal an, was wir haben. Wir haben Divine Favor. Für ein weißes, ein farbloses. Verzaubern wir eine Kreatur, kriegen 3 Leben und die verzauberte Kreatur kriegt plus 1 plus 3. So wunderschön. Knight of the Skyward Eye aus Masters 25. Ursprünglich aus Alara. 2x2/2 für 4 Mana kriegt der plus 3 plus 3. Können wir nur einmal pro Runde aktivieren. Dann haben wir, wow, eine ziemlich kaputte Karte. Labyrinth Guardian 2x2/3. Wenn er ins Spielfeld kommt, wenn er Ziel von der Zauberfähigkeiten wird, wird er geopfert. Mit einem Baum, wir können ihn für 4 Mana aus dem Exilen, aus dem Friedhof exilen, kriegen dann Token mit Stärke und Widerstandskraft gleich von ihm. Also eine Kopie von ihm. Doorkeeper, 2 Mana 0, 4 Defender, 3 Mana tappen. Ein Gegner legt X-Karten und sein Deck in seinen Friedhof, also mild X-Karten, wobei X der an seinen Defender ist. Nicht schlecht. 3 Mana 2/3 Menace, Ally Strangler, Etherborn Rogue. Rogues. Stimmt. Virulent Swipe. Ein Mana eine Kreatur kriegt plus 2 plus 0. Death Touch bis zum Ende des Zuges als Instant mit Reborn. Das heißt, die Karte kommt zum nächsten Versorgungsmoment nochmal gecastet wieder. Burst. Lightning. Ein Mana. Wir fügen 2 Schadenspunkte an der Kreatur und Spieler zu. Und für 4 Mana Kickern fügt die dann 4 Schaden zu, wenn die gekickert haben. Das ist nicht schlecht. Deviant Orc. 6 Mana, 3, 5. Wenn ein Spiel bekommt, legen wir entweder plus 1 Mark auf den oder wir zerstören einen Fakt. Das ist nicht schlecht. Sylvan Bounty. 6 Mana, ein Spieler eurer Wahl kriegt 8 Leben mit 2 Mana Basic Land Cycling. Ziemlich bad. Ziemlich bad. The Crowd Goes Wild. Ein grünes und X mit Assist und Support X. Und jeder Kreatur kriegt, ne, mit einer plus 1 Mark kriegt Trampel. Wir können x plus 1 zu 1 Marken auf x Target Creatures legen und wir können x Mana bezahlen. Unser Mitspieler, unser Teamkamerad, kann auch x Mana da reintun. Assist kann also auch beide Spiele bezahlen. Battleborn-Fähigkeit halt. Dann haben wir in unserem Multicolor-Slot Iron Corps 5 Mana, 4-4. Wenn ins Spielfeld kommt, legen wir 2 plus 1 zu 1 Marken auf eine oder zwei Kreaturen. Also wir teilen die auf. Ja, okay. Short Sword. Ein Mana, die ausgerüstete Crit plus 1 plus 1 mit Equip 1. Das ist übrigens das Short Sword. Das ist nur ein großes Sword an der Wand. Nur für die alle Leute, die es gewusst haben. Und wir haben ein Helm of Awakening. 2 Mana, alle Spells kosten ein farbloses Mana weniger. In Old Border. Mit diesem komischen Ding hier drauf. Richtig cool. Ich mag den. Mit dem gab es damals mit Senses Divine Topf. Ziemlich lustige Kombos. Dann haben wir noch einen Mezix Mastery. 4 Mana, wir exilen eine Karte, also eine Instant Sorcery aus dem Friedhof und können sie eine Kopie davon casten. Und danach exilen wir Mezix Mastery. Für 8 Mana können wir overloaden und alle Karten aus unserem Friedhof exilen, alle Kopien casten. Und wir haben Domesticated Water Curse. Land, kommt, tappt ins Spiel. Tappen für ein blaues oder schwarzes. Für 2 Mana wird das zu einer Ausrüstungskarte mit Equip 2. Und wenn die ausgerüstete Kreatur Schaden zufügt, zum Spieler zieht ihr eine Karte. What the fuck? Alter. Richtig cool. Richtig, richtig cool. Ich mag diese Karten. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.